Sarah Wagenknecht, die Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, will sich erst bis zum Jahresende entscheiden, ob sie eine eigene Partei gründet. Das bestätigte die 53-Jährige gestern hier bei Welt. Die Parteispitze der Linken hatte Wagenknechts Gedankenspiele über eine mögliche Parteigründung wiederholt scharf kritisiert. Die Planungsspiele von Wagenknecht finden aber außerhalb ihrer eigenen Partei durchaus Gefallen. Fast jeder vierte Deutsche könnte sich laut einer Umfrage vorstellen, einer Wagenknecht-Partei die Stimme zu geben. Sarah Wagenknecht und die Linke, das ist die Geschichte einer kaum aufzuhaltenden Zerrüttung. Sie hat angekündigt, nicht mehr für die Partei zu kandidieren und denkt offen über die Gründung einer eigenen Partei nach. Auf jeden Fall wünsche ich mir natürlich, dass es zur nächsten Bundestagswahl für all diejenigen, die sich eine vernünftige Wirtschaftspolitik wünschen, eine Politik, die die Industrie im Land hält und nicht die Unternehmen vertreibt, dass es für die eine sinnvolle, eine seriöse Partei im Angebot gibt. Das ist doch überhaupt keine Frage. Laut einer Survey-Umfrage könnte sich fast ein Viertel aller Deutschen vorstellen, eine neue Wagenknecht-Partei zu wählen. Mit 24% liegt das Wählerpotenzial höher als die aktuelle Sonntagsfrage gerade für SPD, Grüne, AfD oder Linke ausweist. Den größten Zuspruch erfährt sie allerdings nicht von den Linken, sondern fast ein Stückchen mehr von dem ganz rechten Rand, nämlich aus den Anhängerinnen und Anhängern der AfD. Wir sehen schon ein starkes Wählerpotenzial, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern. Potenzielle Wagenknecht-Wähler ließen sich sicherlich auch aus den Anhängern ihrer sogenannten Friedensbewegung schöpfen. Tenor: Friedensgespräche mit Russland müssen schnell beginnen, deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine aufhören. Doch Wählerpotenzial ist nicht gleich Wahlergebnis. Es ist wohl noch immer Hoffnung in der linken Parteispitze, dass Wagenknecht das Wagnis doch nicht eingeht. Das ganze Gerede über eine eventuelle Gründung einer Konkurrenzpartei schadet natürlich meiner Partei. Mit allem anderen wird sich das entsprechende Gremium, nämlich der Parteivorstand, beschäftigen und entsprechend dann auch seine, wie soll ich sagen, Ergebnisse der Öffentlichkeit mitteilen, soweit es dazu gekommen ist. Die Linke hockt momentan wie das Kaninchen vor der Schlange. Ob die Partei eine Spaltung überleben würde, ist unklar. Eine Wagenknecht-Partei könnte die Linke als Protestpartei ablösen und in der Bedeutungslosigkeit versinken lassen. Zugeschaltet ist jetzt Professor Werner Patzelt aus der oder von der TU Dresden. Politikwissenschaftler ist er. Willkommen. Guten Morgen bei Welt, Herr Patzelt. Ich greife das mal auf. Die Linke hat Angst davor, zerrieben zu werden, wenn es eine Wagenknecht-Partei geben wird. Warum eigentlich? Es ist zu beobachten, dass die Linke seit langem stagniert, obwohl unser großer gesellschaftlicher Umbau durch die Zuwanderung natürlich gewaltige soziale Spannungen hervorruft, mit denen sich eine linke Partei zu befassen hätte. Wir haben eine Unterschichtung der deutschen Gesellschaft. Obendrein haben wir das Risiko der Deindustrialisierung, Inflation, hohe Energiepreise. Und um das alles kümmert sich bislang die Linkspartei zumindest nicht so, dass sie bei der Wählerschaft oder bei der Sonntagsfrage ihren Sinkflug einstellen könnte. Hingegen schwirrt die AfD nach oben und Wählerwanderungsanalysen zeigen, dass zwar weiterhin die meisten AfD-Wähler früher CDU- oder Nichtwähler gewesen sind, dass aber doch immer wieder sehr anständige oder große Anteile der AfD von ehemaligen Linksparteiwählern zufließen. Und in dieser Lage kann man entweder als Partei sagen, wir machen alles richtig, wir müssen bloß das, was wir wollen, deutlicher vermitteln. Oder man kann sich fragen, ist die Partei irgendwie falsch positioniert? Und das ist der innerparteiliche Streit, der zwischen Wagenknecht und der Parteiführung der Linken schwelt und allmählich auf seinen Showdown zuströmt. Aber Herr Patzelt, das würde ja bedeuten, dass Frau Wagenknecht quasi die Lösung all dieser Probleme zumindest theoretisch schon mal auf dem Papier hat. Sie selbst begründet ja auch die Idee der Partei mit einem Konzept für das Land, denn so wie es aktuell läuft, könne es nicht weitergehen. Können Sie dem tatsächlich was abgewinnen? Dass sie ein Konzept zu haben glaubt, das nehme ich ihr sehr wohl ab. Aber nicht jeder Plan, den man hat, funktioniert dann auch in der Praxis. Ich will jetzt gar nicht von den praktischen Schwierigkeiten einer Parteigründung reden. Da ist ja der taktische Zeitpunkt günstig. Bei der Europawahl gilt keine 5%-Hürde. Und hier ein anständiges Wahlergebnis könnte eine gewisse Dynamik für die Wagenknecht-Partei, wenn es sie denn geben sollte, entfalten. Das Grundproblem ist eher, dass eine Parteigründung nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie Themen aufgreift, die noch nicht von anderen Parteien besetzt sind und wenn sie das in einem ihr günstigen Meinungsklima tut. Das Meinungsklima
Eine Partei, die Migration begrenzen will, die entdeckt, dass die Voraussetzung für funktionierende Sozialstaatlichkeit der Nationalstaat ist. Eine Partei, die wie die Wagenknecht-Partei nach den ersten programmatischen Hinweisen das vertreten würde, stößt nicht auf große mediale Zustimmung. Und im Übrigen gibt es für viele Probleme, die unser Land hat, das Protest- oder Alternativangebot der AfD. Das heißt, das Konzept ist schon da, es ist auch, soweit ich es sehe, durchaus plausibel. Aber es hat mit der Widrigkeit zu kämpfen, dass vieles davon bereits von der AfD abgedeckt wird und anderes medial nicht auf große Resonanz stoßen wird. Herr Patzelt, mal weg von Frau Wagenknecht, muss ich Ihnen noch eine Frage zum Asylkompromiss der Europäischen Union stellen. Nicht nur den Linken droht ja diesbezüglich eine Zerreißprobe, auch die Grünen müssen nach dem Kompromiss mit internen Kämpfen rechnen. Wie sehr leidet darunter das Klima in der Ampel, das ja zuletzt eher strapaziert wurde, sehr strapaziert wurde? Das Klima in der Ampel leidet extrem darunter, weil das ja nun schon das dritte Politikfeld ist, auf dem eine 180-Grad-Wende, um das Wort Zeitenwende zu vermeiden, einzuschlagen ist. Beim Pazifismus ist das, was die Ampel ursprünglich sich vorgestellt hat, an der Wirklichkeit gescheitert. Bei der Klima- und Energiepolitik ist auch das Gewünschte gescheitert oder im Scheitern begriffen. Und nun kommt in der Migrationspolitik, der zentralen innenpolitischen Thematik seit dem Jahr 2015, auch noch zumindest bei der Parteiführung der Sozialdemokratie und der Grünen die Einsicht, dass der bisherige Kurs, den man bei Angela Merkel so unterstützt hat und als alternativlos erklärte, dass der bisherige Kurs auch in eine Sackgasse führt. Nachdem die Identität von Grünen sehr stark an ihrer kosmopolitisch weltweit offenen Migrationshaltung hängt, ist es nicht verwunderlich, dass die Grünen in Streit gelangen. Und auch in allen Bereichen der SPD ist es ja nicht so, als ob der Kompromiss, auf den sich Faeser in der Europäischen Union einlassen musste, auf Zustimmung stieße. Und das tangiert dann natürlich auch die europapolitischen Grundpositionen, wenn sich zeigt, dass Mehrheitsentscheidungen im Rat der Union auch gegen wichtige Interessen der deutschen regierungstragenden Parteien ausgehen. Wie will man dann einen Kurs der unbedingten Europafreundlichkeit und der Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen weitertragen? Kurzum, auf all diesen Politikfeldern erweist sich die Welt als anders, als man sie sich bei der Abfassung des Koalitionsvertrages vorgestellt hat. Und das wird der Ampelregierung weiterhin etliche Schwierigkeiten beim Konsens finden und beim Kommunizieren bescheren. Sagt Professor Werner Patzelt von der TU Dresden. Herr Patzelt, recht vielen Dank für das Gespräch. Schönen Tag nach Dresden. Ihnen auch einen schönen Tag. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.